Die Bodendielen hier knarzen ganz besonders laut. Ein altes, rostiges Gartenwerkzeug. Hab ich dich. Eine Pappschachtel. Auf den Deckel hat jemand was gekritzelt. Hä? Ich kann es nicht entziffern. Auf alle Fälle fängt das Wort mit R an. Schauen wir mal rein. Eine Stoffpuppe. Ziemlich hässlich und abgegriffen. Kenn ich. Hab ich schon mal gesehen. Bei Ralph. Ja, das ist seine Puppe. Mr. Bubby oder wie er sie genannt hat. Komisch, wie kommt die hierher? Und warum lässt Ralph sie liegen? Früher ging er doch keinen Schritt ohne sie. Was haben wir noch? Einen Leuchtstecker mit einem Smiley drauf? Und einen Flaschenkorken. Das ist mit Sicherheit Ralphs Hütte hier. Oder sein Versteck. Riecht noch ein wenig nach Wein. Einer dieser Sticker, die im Dunkeln leuchten, wenn man sie vorher lange genug dem Licht ausgesetzt hat. Ich schätze mal, für Ralph ist dieses Teil ziemlich wertvoll. Eine Stoffpuppe namens Mr. Bubby. Ralphs bester Freund. Eine Kiste, die hier vor sich hingammelt. Möchte nicht wissen, was drin ist. Ein Vorhängeschloss der richtig stabilen Sorte. Eine Öllampe. Scheint noch nicht so alt zu sein. Ah, endlich erkennt man hier auch was. Was zur Hölle? Ein merkwürdiger Schatten. Ich glaube, ich weiß, woher dieser merkwürdige Schatten kommt. Na, wer sagt's denn? Damit wandert der Schlüssel in meinen Besitz. Wie ich es mir gedacht habe. Voller Schrott. Dann schauen wir mal. Scheiße! Das sieht aus wie eine Robe und eine Maske vom Orden, der mich verfolgt hatte. Gleichzeitig ist es aber auch ein Beweis, dass es den Orden gab. Ich nehme sie mit. Hier ist noch ein Zettel in der Robe. Scheint ein Brief an den Orden zu sein. Ziemlich zerrissen. Gelingt es uns nicht, das Übel aufzuhalten, ist unser Ziel verfehlt. Es hat bereits Opfer gegeben. Also sein Ziel erreicht oder mir etwas zustößt, darf keine Spur mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint eine Aufforderung zu sein, alle Spuren des Ordens zu verwischen. Das erklärt, weshalb die Robe in der Hütte liegt. Ich stecke ihn zurück. Vielleicht finde ich ja noch etwas Brauchbares. Ein Korkenzieher und ein Zollstock. Die sehen noch intakt aus. Nehme ich mit. Wow, eine Kettensäge. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Schmuckstück mir weiterhelfen wird. Nichts mehr zu sehen. Nichts mehr zu sehen.
Ich habe, was ich wollte. Eine Feile? Zumindest in Comics das Ausbruchswerkzeug schlechthin. Nachts allein im Wald in einer Hütte mit einer Kettensäge in der Hand. Wenn mein Vater mich so sehen könnte, wäre er bestimmt stolz auf mich. Ach, Pech gehabt. Tank leer. Ich schätze mal, das ist Verdünnungsmittel oder Reinigungsbenzin. Riecht zumindest so. Der Tank ist gerade mal halb voll. Hoffentlich reicht das. Das sollte halten. Jetzt kann's losgehen. Die morschen Dielen sollten für die Säge kein Problem sein. Aber ich sollte vorher prüfen, was sich darunter befindet. Interessant. Unter den Dielen ist mindestens ein halber Meter Luft. Die Hütte muss auf Stelzen gebaut worden sein. Wenn ich das nächste Mal auf der Flucht vor Dämonenhunden bin und mich in einer Hütte verstecke, achte ich schon beim Reingehen drauf. Ich säge mir einfach eine Falltür in den Boden. Die kann man zur Not auch wieder schließen. Durch das Loch kann ich nach draußen kriechen. Gut, versuchen wir es. Den sperrigen Krempel lasse ich besser hier liegen. Keine wilden Bestien weit und breit. Seltsam. Keine Spuren. Die Viecher können sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Nein! Beschreiben Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe mich gesehen. Als Kind. Ich spielte mit meiner Schwester im Wald. Es ist nicht weit vom Schloss entfernt. Ich konnte es sehen, hinter den Bäumen. Ein Mann war noch dabei. Konnten Sie erkennen, wer er war? Nein, er hat mir den Rücken zugewandt. Aber etwas sehr Schlimmes ist passiert. Was ist passiert? Meine Schwester, sie... Sie ist gestürzt. In ein Loch. Sie schreit. Was soll ich tun? Adrian, Sie sind nicht mehr dort. Erinnern Sie sich, was Sie damals getan haben? Ich bin zu dem Loch gerannt. Und ich weiß nicht mehr. Sie haben mich geweckt, bevor ich ihr helfen konnte. Ich habe Sie nicht geweckt, Adrian.
Sie sind von selbst aufgewacht. Anscheinend wehrt sich alles in Ihnen gegen diese Erinnerung. Sie scheinen sie wirklich stark verdrängen zu wollen. Oder ich erinnere mich ganz einfach nicht mehr daran. Die Erinnerung ist noch da. Sie müssen sich nur auf sie einlassen. Das sagen Sie so einfach. Vielleicht sollten Sie sich im wachen Zustand mit dieser Erinnerung auseinandersetzen. Diese Stelle im Wald, die Sie gesehen haben, versuchen Sie, sie zu finden. Sie brauchen einen Anker in der Gegenwart. Tja, wenn Sie meinen. Und was die Halluzinationen angeht, ich habe ein Medikament bestellt. Das sollte helfen, Sie zu unterdrücken. Sehr gut, das nehme ich. Auf die Schulmedizin ist wenigstens Verlass. Nehmen Sie bitte das Rezept hier und bringen es zu Abaya in den Laden. Sie wird Ihnen das Medikament aushändigen. Ach, sie ist auch noch Apothekerin. In so einem kleinen Dorf gibt es mehr Aufgaben als Einwohner. Dr. Winterbottoms Feuerzeug. Ein ziemlich teures Stück. Vermutlich ein Geschenk. Ob da meine Gesprächsprotokolle auch mal drin landen? Die berühmte Psychiater-Couch hatte ich bis jetzt immer für einen Scherz gehalten, aber es ist eigentlich ganz angenehm da drauf. Doktor? Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Glauben Sie mir eigentlich? Adrian, diese Frage hatten wir doch schon so oft. Natürlich glaube ich Ihnen. Und warum stehe ich dann immer noch auf der Abschussliste? Ich bin Arzt, kein Richter. Das Gutachten über Unzurechnungsfähigkeit haben Sie übrigens abgelehnt. Abgelehnt? Und was ist mit den schrecklichen Albträumen? Diese Reaktion ist nur normal, Adrian. Wenn ich mir vorstelle, dass mir plötzlich jemand eröffnet, ich würde von einer blutrünstigen Mördersippe abstammen, hätte ich auch Albträume. Was hat Sie eigentlich in dieses Nest hier verschlagen? Ein Studienkollege von mir, Dr. Heinz Herrmann, arbeitete hier früher im Sanatorium. Er war ein Freund der Gordons. Vor 12 Jahren geschahen dann die schrecklichen Morde. Heinz war auch unter den Opfern. Ich kam her, um seiner Familie und den anderen ein wenig seelischen Beistand zu geben. Und nun bin ich immer noch hier, wie das Leben so spielt. Dieser Inspektor hält sich für eine ganz große Nummer. Ja, er gehört zu der Sorte von Leuten, die sich ihr Päckchen selbst zusammenschnüren und sich dann darüber beschweren, dass es zu schwer ist. Was für ein Päckchen? Er hat in London irgendwas angestellt und wurde hierher strafversetzt, was er gar nicht gut verträgt. Was hat er gemacht? Den Falschen eingebuchtet? Du weißt von der Sache? Naja, Mr. Spooner ist eben ein Cowboy, der gern schnell schießt. Soviel ich weiß, hat er in London seine Kompetenzen überschritten. Was dazu führte, dass einige Schuldige für unschuldig erklärt wurden. Oder andersherum. Wie auch immer, so genau bin ich nicht im Bilde. Na toll. Ein schlecht gelaunter Ermittler, der schuldig nicht von unschuldig unterscheiden kann. Besser hätte ich's nicht treffen können. Was können Sie mir über Wormhill sagen? Vermutlich nicht viel. Es ist eine kleine Siedlung, die zu Willow Creek gehört. Nur wenige.